Hallo Leute, hier ist er wieder, euer Movie Connection, und heute, ja, präsentiere ich euch Filme, die ich von meinen Kollegen einfach mal so auf den Tisch geknallt bekomme. Und zack, da ist auch schon der erste Film, Zombie Rage. Wer kennt ihn nicht? Der absolute Burner, mongohafteste Kack-Zombie-Film, den ich seit langem gesehen habe. Natürlich uncut in der Spür-JK-Verfassung oder auch nicht. Und und der hat nicht mal Specials, und da graut's mich schon, wenn er nicht mal Specials hat, auch nicht mal Extras. Der Film wird, glaube ich, von der Produktionskosten mäßig oder mit 20.000 unterhalten worden sein, und der Highlight sind einfach die mächtigen Raben oder Geier, die da angekommen kochen, fliegen, und so alles so nett, alles so, was das Herz begehrt, würde ich behaupten. Und jawohl, ab zum nächsten Film. Da ist er, The Specialist, eine gute Sylvester Stallone, er ist schon, egal welche Rolle er spielt, er kommt mir vor wie Rocky 1, ich weiß nicht. Also schauspielerisch immer traurig reinguckende Rocky 1, also einfach so. Und hier spielt er einen Sprengstoff-Kommandoman-Spezialist, und er prügelt mehr, als dass er mit Sprengstoff zu tun hat. Aber egal, er ist hier in diesem Film The Specialist, und ja, es ist einfach Bombe. Ach du Scheiße, also jetzt geht's ja aber los. Er ist Minister. Akam Üselüm meint, ist die Rache. Einmal kurze Unterbrechung, Herr Filmfan. Ja. Wir sind ja wirklich Experte auf dem Gebiet. Was würden Sie eher bevorzugen? Einen schlechten Porno oder diesen Film? Ist das ein Softporno? Aber doch, schon, wird schon drauf gehalten. Wir reden einfach einen Film mit Erotik-Szenen und ein bisschen Bumserei. Ein bisschen. Also, ich bin ja mal so. Also, ich sag mal, wenn ein Film ein Werk ist und es wird gedruckt, in dem Fall von Koch Media, dann bevorzuge ich den Porno vor. Weil da ist, wenn schon noch Action vorhanden, ne? Hm. In denen nicht so. Man sieht jetzt zwar schöne Knarren, aber Action ist was anderes. Im Porno schwitzen die Leute noch, ne? Ja. Ab und zu haben doch mal auch die Frauen ihre Tage, das finde ich auch mal richtig erotisch. Das kennst du, ne? Jeden Tag, ey. Also meine Freundinnen. Oh, und sobald sie ihre Tage haben, rufen Achtung, sie mich es wird an. Eklig, ruhig. Sobald, sagen sie mir Bescheid, ich vorbeikommen kann, weißt du? Schon so Captain Blauer sticht im Roten See und so. Schon was Geiles, so. Okay, Hollow Man, unsichtbare Gefahr. Möchte ich jetzt nicht wirklich herziehen. Ist wirklich, also. Wann war dein letztes Mal? Klassiker. Hm? Was? Wie ist das denn hier? Noch ein bisschen Feuchtigkeit von geil. Boah, Alter! Nein! Hollow Man, euch mal gefallen. Wie heißt der Film? Hollow Man. Was? Heißt der nicht Hollow Man? Ist das auf DVD oder Blu-ray? Ey, ist noch richtig mit Pressmarke hier. Aber welches Medium? Bist du nicht mehr imstande, in der Lage, das zu sagen, ne? Nee, also, er ist unsichtbar und geht los. Was willst du mir jetzt sagen? Absoluter Horror-Action-Film, also. Machen wir weiter. Also, ja. Präsentier weiter. Ja, einfach mächtig. Ja, was kannst du noch zum Film sagen? Wir holen ihn erstmal wieder rein. Also, ich will den erst hier. Ey, er ist zum Brechen, Alter. Er wird unsichtbar, und diese Phase der Unsichtbarkeit ist absolut. Das reicht, danke, tschüss. Ja? Witz noch mehr? Ja, hier siehst du dann jeden Körperfaser, bis er dann auch meintlich so aussieht. Unsichtbar. Das ist schon echt eklig. Und dann geht er auch noch Schlippers rumzusuchen und so. Er nutzt auch noch aus, dass er unsichtbar ist. Total die Frechheit. Wo hast du nochmal zuletzt gechattet? Betreff 69. Da reden die nur so. Es tut mir leid, das ist echt eine Sextreffseite. Ja. Was ist denn das für ein Film? Den kenne ich jetzt noch nicht. Ist das ein Sexfilm? Das ist, also wenn einer einen Sexfilm vor diesem Film die bevorzugt, der ist für mich Gehirn amputiert, ja. Versus Collector's Edition in der Spür-K und Cut-Version, ja, einfach ein absoluter
Bombenslasher, Ballereifilm, also 1A, läuft. Darf ich nochmal unterbrechen? Du bist ja Filmfan, der sich wirklich auskennt, ne? Mhm. Wie würdest du dich selber beschreiben, als einen wirklichen Filmkritiker, oder bist du doch eher der lapidare Fan, der einfach mal hier was reinschmeißt? Du hast... Ja, da liegst du wohl auf dem Tisch, oder? Also, im Normalfall, wenn ich jetzt nicht so abspacken würde, dass ich ja eigentlich... Was du eigentlich immer tust, ne? Ja, aber nur aus Liebe meiner Persönlichkeit. Welcher Persönlichkeit? Dieses gespaltenen Penis. Nein, im Normalfall würde ich sagen, wenn ich auch ein Kenner und ein Doch, ich bin schon ein Kenner und könnte auch Filme... Jetzt im Bereich des Penis und der Muschi oder auch hier im Bereich der Filme? Im Bereich die Filme, die ich auch kaufe, wüsste ich auch, was auf mich... Du hast ja auch jahrelange Erfahrung, ne? Was? Im Bereich. Ja, also in beiden Bereichen. In Spaltenfalten? Nein. Spaltenfalten? No! Nein. Was meinst du? Ja, ich verfolge ja Filme schon recht lang. Aber es gibt natürlich immer noch Steigerungen. Aber ich sag mal, die Filme, die ich mir anschaue, die mich auch interessieren, da weiß ich auch Bescheid, was da abläuft. Und die könnte ich dann auch gut beschreiben und auch mal in einem vernünftigen Video widerlegen. Aber im Endeffekt will ich einfach nur meine Freizeit ein bisschen mit abspacken. Aber auch einen Film immer noch präsentieren, die ich auch dann auch... Wie ist denn eines deiner Geräusche, die man so tatsächlich wirklich immer mitkriegt, wenn du dann einmal... Könntest du uns da was wiedergeben? Ah, ne, also jetzt auf Anhieb könnte ich jetzt sehen. Anhieb der Kinder zu machen. Nein, ja, das ist ja schon recht anschaulich, wenn man das eigentlich auch mal filmen würde. So, aber also man merkt schon, dass da noch was anderes ist. Ja, also mein Penis ist dann auch immer steif. Und der klackert dann auch immer am Tisch, also das ist auch ein Geräusch, was absolut Wiedererkennungsmerkmal vom Movie Connection ist. Nein, keine. Hör doch mal auf jetzt. Ist das von dir? Nee. Das war aber nicht der Penis, ne? Nein. Das war mein Hund, der ist wieder am Schlecken. Oh! Nein! Oh! Nein, jetzt wären wir aber echt jetzt zu vulgär hier. Also sitzen so. Würdest du denn dir auch einem, Entschuldigung, dass ich hier unterbreche, von einem Porno eine besondere Edition holen? Also wenn er jetzt, sag ich mal, ein Ticket für ein Live-Sex-Konzert bei wäre? Nee. Nicht? Nee. Also es wäre aber eigentlich lecker, oder? Also wenn Ilse mich einladen. Also wenn nur dann bei der Ilsa. Nur bei der Ilsa, ja. Ja, okay. Aber dann nur auf ihrer Seite, also nicht mehr als Gegnerin. Wenn dann auf ihrer Seite. Würdest du sagen, Ilsa ist ein Sexidol? Kommt dem schon sehr nah. Ja, was interessiert dich denn da so bei der? Also erstens finde ich einfach den Charakter faszinierend, so als dominante Person, die im Endeffekt einen weichen Kern hat und auch ganz gerne mal durchgefickt werden will. Das ist eigentlich so das Klassische, was es eigentlich bis heute eigentlich so gibt. Frauen, die sich gerne als stark und souverän präsentieren, sind im Grunde alle gleich. Sie wollen durchgewumst werden. Und inwiefern hat das jetzt mit diesem Film zu tun? Ja, das ist doch bei dem Film. Sie hat doch immer einen Lover unterwegs. Im Endeffekt hält so. Und bei Versus haben die alle immer Lovers und deswegen. Was? Warum reden wir jetzt vom Versus auf einmal jetzt wieder? Ich frage ja, was hat das jetzt mit diesem Film zu tun? Gar nichts. Du hast mich jetzt allgemein über einen Sexfilm ausgefragt. Ah ja! Ja. Und Versus ist ein Metzelfilm. Wenn ich das mal so sagen darf. Ist das eigentlich der Vampirfilm? Ja, doch, ne? Oder? Schön am Böken! Geht auf jeden Fall wieder um irgendwie Farbeviecher. Ne? Ja, du bist ja der absolute Nicht-Kenner. Ich bin ja nicht der Filmfan, ich kenne mich nicht aus, ich muss mich wieder aufklären. Ja. Wo kriege ich einen ungeschnittenen Film her? Der ist ja wirklich ungeschnitten. Ja, kannst du ja nicht auf dem deutschen Markt kaufen. Kannst du mir Tipps geben, wo ich mich registrieren kann für ungeschnittene Filme? Also, es gibt einmal, registrieren musst du dich bei DB. Das ist eine
eine österreichische Online-Shop, wo du diesen Film bekommst. Ist aber etwas teurer. Wie heißt der? Heißt der nicht Dragon Ball? Dragon Ball? Nein, Dragon und... Dragon und Ball. DTM, so. Ah ja, DTM. Dragon. Der ist aus Französisch. Nein, österreichisch. Der ist österreichisch. Und da kann man sich anmelden und die Filme... aber man muss sagen, zu dieser österreichischen Online-Shop sind immer die Preise etwas höher, als wenn man sich die auf Börsen holt. Es gibt immer so Börsentermine, wo man halt dann, in verschiedenen Städten, wo man halt dann mal vorbeischauen kann. Und wie handhabst du das mit dieser Bezahlung von solchen ausländischen Shops? Ja. Ist das da immer einfach oder? Weil viele sind ja abgeneigt. Also wir leben im... Also wir sind ja schon in Europa, ne? Da gibt es so eine einheitliche Währung, die heißt Euro. Und damit kann man dann schon mal bezahlen per, ne? Ja, weil viele sind ja immer, genau, per Banküberweisung, dann kommt das ja auch wieder zu diesen, ne? Und wie sieht das aus per Nachname? Würdest du sowas bevorziehen? Oder gibt es da auch die Möglichkeit, das Ganze per Du? Ich weiß nicht, wie Sie Ihre Rechnung bezahlen, aber ich habe noch keine Rechnung meinen Penis bezahlt. Also, ich mache das schon mit per Banküberweisung. Und gerade jetzt bei DTM hatte ich noch nie Probleme, wenn ich da bestellt habe. Hupala! Und ja. Also ich bin, ansonsten würde ich eher die Börsen vorschlagen, weil es da einfach auch nochmal ein ganz anderes Mief-Gefühl ist, Feeling ist. Da kannst du auch nochmal, so die richtigen eingeschwitzten Fan-Boys kennenlernen. So, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War heute mal spontan in das Interview. Nein, noch nach der Präsentation. Und ja, bis zum nächsten Mal. Euer verfickter Moody Connection.